Ausnahmezustand in der Eifel. Sascha Hurtenbach steht vor einer Mammutaufgabe. Tausende Tonnen Müll müssen raus aus dem Ahrtal. Der Abfallexperte hat Respekt vor dem nie Dagewesenen. Eigentlich völlig unklar, wie das je wiederhergestellt werden soll. Die Ahr, ein kleiner friedlicher Fluss, wurde zum reißenden Strom, verwüstete Städte und Dörfer. Zurück bleiben zerstörte Häuser, Straßen und Brücken. Schäden in Milliardenhöhe und Müllberge historischen Ausmaßes. Die Aufräumarbeiten haben längst begonnen. Die Abfallentsorger kommen an ihre Grenzen. Hallo, morgen. Wo müssen Sie denn genau reinfahren? Ich fahre jetzt nach Altenahr runter, durchs Dorf, soweit ich komme. Unten, komme hier wieder rauf. Okay, weil Sie können nämlich in die Hauptstraße nicht reinfahren, da ist alles dicht gerade. Also Sie müssen dann davor irgendwo drehen und auch, wenn es geht, am Rossberg irgendwo halten, weil sonst kommen keine Einsatzkräfte mehr durch. Ja. Also in die Hauptstraße bitte nicht rein, bitte. Ja, okay, alles klar. Alles klar, gerne. Tschüss. Unterwegs mit Sascha Hurtenbach im Ahrtal. 2 Wochen nach der Hochwasserkatastrophe. Man weiß auch gar nicht, ob man durchkommt oder wo man noch durchkommt. Wir haben durchaus Straßen, die kann man gar nicht mehr als Straße bezeichnen, sondern nur noch als Feldweg. Der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs Ahrweiler ist für die Entsorgung des Hochwassermülls verantwortlich. Ich kann jetzt hier schon Ausmaß der Katastrophe nochmal. Also hier bin ich jetzt schon 3-mal gewesen. Das sieht heute schon viel besser aus, als es gewesen ist. Und wir müssen spätestens, wenn wir da auf der anderen Seite sind, auch drehen. Altenahr gehört zu den am schwersten betroffenen Orten. Ich kenne den Ort ja. Ich wohne hier zwar nicht, aber ich bin seit fast 15 Jahren hier tätig im Kreis. Ich fahre hier wirklich 4, 5, 6, 7 Mal im Jahr komme ich hier durch. Aber es liegt relativ wenig Sperrabfall hier. Man sieht hier, die Baufahrzeuge sind bereits am Abreißen. Das ist erstmal kein originäres Thema für mich als Entsorger, sondern ist eigentlich mehr Aufgabe von Bauunternehmen und Baufirmen, sich darum zu kümmern. Bilder, die auch einen Profi nicht kalt lassen. Hier vorne, das Hotel zur Post, da lagen die Baumstämme da vorne in dem ersten Stock quer drin. Die haben die jetzt zum Glück schon rausgeholt. Das sah schlimm aus. Direkt an der Ahr. Wirklich schön. Touristisch ganz, ganz hoher Stellenwert. Ich habe keine Ahnung, was daraus werden kann. Und hier sieht es echt nach Kriegsgebiet aus. Also das Ausmaß und der Grad dieser Zerstörung hier von so einem wirklich touristischen Ort finde ich furchtbar. Manchmal hat man gar keine Worte dafür. Gigantische Verwüstung. Auch in Bad Neuenahr Ahrweiler. Die 27.000 Einwohnerstadt, in großen Teilen unbewohnbar. Das staatlich anerkannte Heilbad, für Jahre zerstört. Überall türmt sich Sperrmüll, teils meterhoch. Autos, Schlamm und der Schutt ehemaliger Wege und Straßen. Viele Helfer übernehmen freiwillig die Müllbeseitigung. Hier schaufeln 2 Baggerfahrer den Sperrmüll in die Mitte der Straße. Ein Greifbagger lädt ihn in einen Container ab. Dieser steht in einem bereits geräumten Bereich, kann von einem LKW aufgenommen und weggefahren werden. Auf diese Weise arbeiten sich die Helfer Stück für Stück Richtung A. Einer der Helfer, Andreas Broderesen, er ist extra aus Flensburg angereist. Also ich persönlich saß zu Hause, hab Urlaub gehabt, lieg vielleicht draußen sogar im Garten im Pool und denk mir, ich bade hier im Pool und da unten läuft das Wasser ins Haus. Warum liegst du hier am Pool? Dann kannst du auch da hinfahren und dir mal helfen. Ist echt so. Der Kumpel des 42-jährigen Online-Händlers hat seinen Bagger mitgebracht. Zusammen sind sie 9 Stunden nach Bad Neuenahr gefahren. Unbeschreiblich. Also kann kein Mensch glauben, was hier passiert, was hier abgeht. Es gibt kein Fernsehen wieder, kein Bild, keine Kamera. Kann man einfach nicht glauben. Wenn man das hier sieht, hier haben wir jetzt 3 Meter Müll abgetragen, sieht man ja auch.
Hier vorne lag ein Auto unter Müll. Nicht zu sehen vorher. Am Fluss ist die Zerstörung am größten. Straßen und Gehwege sind weggespült. Hier räumt das technische Hilfswerk mit professionellem Gerät. So, Sascha, kommst du her schon mal? Da kann der Band sich vorne querstellen. Du hältst so von der Seite und lagst so auf. Ludwig Hebel ist Gruppenführer der Räumgruppe. Seine Aufgabe für die kommenden Tage? Eine zweispurige Straße soll entstehen. Dort, wo zuletzt noch Berge an Müll lagen und immer noch schrottreife Autos den Weg versperren. Ja, die Herausforderung ist erst einmal hier nochmal der ganze Schlamm hier rausmachen, ja, damit die LKWs nicht versinken. Ja, und alles raus, Schotter und Abraum rein, wo hält, sodass die Sattelzüge nachher hier das Material reinfahren können. Auf der Straße sollen später schwere LKW Bauschutt abtransportieren. Ludwig Hebel gehört zu den erfahrensten Kollegen des THW. Doch die Situation im Ahrtal bringt auch ihn an seine Grenzen. Ich war ja schon in viele Hochwassergebiete an der Elbe und Oder und überall. Aber so diese Zerstörung, wie sie hier ist, und mit den vielen Toten, also das habe ich selbst in meiner 48 Jahre THW noch nicht erlebt. Sascha Hürtenbach ist immer noch auf Erkundungstour im Ahrtal. Kanäle müssen natürlich schnell in Gang gesetzt werden. Wenn es tatsächlich noch mal ein Gewitter gibt oder einen stärkeren Regen, wo soll das Wasser dann hin abfließen, wenn die Kanäle alle verstopft sind? Also automatisch kommt es zu einer weiteren Überflutung im Grunde. Der Abfallexperte steht vor einer anscheinend unlösbaren Aufgabe. Wohin mit all dem Müll? So Erkundungsfahrten, die sind wichtig, weil wir eben einfach, wenn wir ein Lagebild bekommen von den Einsatzkräften, dann ist das immer ein Lagebild aus deren Sicht. Ein Feuerwehrmann, ein Bürgermeister oder egal wer, schaut halt anders auf so eine Lage wie jetzt mit Abfallaugen. Denn nicht jeder Abfall gehört zum Aufgabenbereich des Landkreises. Hier sehen wir zum Beispiel Reifen rechts liegen. Reifen sind kein Sperrmüll, die nehmen wir nicht mit. Da gibt es aber einen Reifenverwerter, der hat es schon bei uns angefragt. Da besteht die Aufgabe, da den Kontakt zu vermitteln. Sascha Hurtenbach organisiert die Abholung der Sperrmüllberge und überprüft, ob die Zufahrtswege für die LKW frei sind. Die Entsorgung von Reifen, Autos, Bauschutt und Schlamm klärt er mit Spezialfirmen ab. Für eine Situation wie diese gibt es keine Richtlinien. Wir haben jetzt Entsorgungsstrukturen aufgebaut, die hochspezialisiert sind, die wirklich versuchen, noch den letzten Rest an Wertstoffen aus den Abfällen eben hinaus zu fördern. Aber die sind eben auf solche groben Situationen überhaupt nicht eingestellt. Ich hatte heute Morgen eine Anfrage für Abfälle, wo ich jetzt noch nicht mal gedacht, dass die überhaupt jemals Thema für mich werden können. Da ging es halt eben um verschmutzte Grassilage aus dem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich habe gar keine Ahnung, wie man das entsorgen kann. Also ich habe mit einem Verbrennungsanlagenbetreiber heute Morgen schon telefoniert. Der hat gesagt, das kann ich nicht in den Ofen tun. Also brennt ja gar nicht, weil es einfach zu feucht und zu nass ist. Ankunft im Örtchen Kreuzberg. Da sollte eigentlich ein Sportplatz genommen werden für die Zwischenlagerung der Abfälle. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo der sein soll. In Kreuzberg türmen sich die gesammelten Abfälle an der A. Den Ort hat es schlimm erwischt. Sascha Hurtenbach kontrolliert das Müllzwischenlager. Ja, hier sind noch jede Menge Sperrabfälle drin, ne? Also das Auto, da ist noch gar nicht richtig geräumt, aber das geht auch wahrscheinlich noch nicht. Dann sehen wir hier jede Menge Abfälle, die hier noch im Fluss schwimmen. Wie die da rauskommen, weiß ich auch nicht so genau. Aber da habe ich jetzt jedenfalls schon mal ein Bild von. Hier liegt jede Menge Schwemmgut. Da die Autos, die sind nichts für uns. Aber hier um das Schwemmgut, da habe ich erste Angebote reinbekommen von Firmen, die helfen wollen. Für uns Abfallleute ist das kein Stoffstrom, den wir im Auge haben. Aber die Firmen melden sich trotzdem bei uns. Wir koordinieren und helfen halt mit. Hier auch. Aber mir geht es jetzt hier vorne vor allen Dingen um die Sperrabfälle, die da lagern. Da muss ich versuchen einzuschätzen, wo die hingelangen.
Warnweste wäre gut gewesen, habe ich vergessen, Mist. Sascha Hurtenbach ist gleichzeitig Werkleiter der Abfallumschlagstelle Niederzissen. Die Sperrabfälle sollen schnellstmöglich dorthin. Hallo, grüß dich. Weißt du, wo ihr den Sperrmüll hinbringt? Wir sind nach Niederzissen gefahren. Ihr fahrt nach Niederzissen zu mir. Gut, alles klar, wunderbar. Habt ihr Transportkapazitäten dafür? Wer fährt das für euch? Da kümmert sich die Firma Hagedorn drum. Sehr gut. Die haben bei uns schon oben gesessen vorhin. Gab vorhin schon ein Gespräch mit denen. Alles klar. Macht ihr super. Haut rein, Jungs. In Niederzissen können die Abfälle zerkleinert und fachgerecht entsorgt werden. Sascha Hurtenbachs Befürchtung: ungenehmigte Deponien im Ahrtal. Weil manchmal ich einfach nicht weiß, was die Leute vor Ort machen, tatsächlich. Irgendjemand fängt irgendwo an, irgendwas hinzufahren und alle orientieren sich daran. So eine Art Herdentrieb halt. Das hier koordiniert, mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr drum machen. Mit der Firma hatten wir heute Morgen Kontakt. Läuft. In Teilen funktioniert sogar die Mülltrennung. Die haben dann alle drauf. Die sammeln hier jetzt Metalle schon hier an der Stelle. Da das holzige Schwemmgut, den Sperrabfall da vorne, die alten Elektrogeräte da vorne. Natürlich ist das nicht perfekt, aber es wird doch. Zurück in Bad Neuenahr-Ahrweiler. In der einst florierenden Touristenhochburg sind auch zahlreiche Läden zerstört. Viele Einzelhändler stehen vor dem Ruin. Verkaufsräume und Ware sind vernichtet. Überall Schlamm und Dreck. Der Müll scheint kein Ende zu nehmen. Ludwig Hebel vom THW räumt eine Straße an der Ahr. So, jetzt kommen wir durch. An den schwer zugänglichen Stellen am Fluss türmen sich immer noch Schutt und Abfall. Und der muss weg. Das ist natürlich kritisch. Da ist viel Morast drin, da ist Öl drin. Da sind zum Teil Tierkadaver drin, das verwest. Wir werden also da auch teilweise ja konfrontiert mit solcher Gefahr. Ja, auch das, was die Leute aus den Häusern rausräumen, aufgetautes Gefriergut. Das schmeißen die ja alles vor die Tür. Aus dem Grund muss das weg, ja, damit also hier auch keine Seuche entstehen. Die nächste Herausforderung, diese Fußgängerbrücke. Sie wurde von den Fluten mitgerissen. Nun muss sie schnellstmöglich zerkleinert und abtransportiert werden. Regenfälle sind angekündigt. Und ein erneutes Hochwasser würde die Überreste wieder in Bewegung setzen. Hier bei diesem Betonabbruch haben wir die Woche extra eine Deponie geschoben, wo nur der Abraum von den Brücke hinkommt. Also der wird vom Stahl getrennt. Stahl kommt direkt in große Mulde. Und der Beton, also die Betonreste, auch mit kleinen Stahlteilen, kommen auf eine separate Deponie. Da kommt eine extra Maschine hin, da wird er wieder recycelt. Der Stahl kommt raus, wird zerkleinert. Und das kann man dann nachher wieder einbauen. Das Thema Mülltrennung haben THW und Co. im Hinterkopf. Doch nicht überall ist das möglich. Mit vereinten Kräften packen Anwohner und freiwillige Helfer mit an. Sie laden sämtlichen Sperrmüll in Container. Unterschiedlichste Abfälle werden vermischt. Die Arbeit im Krisengebiet ist für die Helfer eine große Belastung, körperlich und mental. Es gibt zahlreiche Versorgungsstationen mit Wasser und Essen, medizinische und psychologische Betreuung. Aber die schlimmen Eindrücke bleiben hängen. Lkw-Fahrer aus dem ganzen Land transportieren den Müll aus der Stadt. So wie Robert Borsch. Er ist seit 3 Tagen hier. Da kann man nicht beschreiben. Mit Worten kann man nicht erfassen. Das kriegt man immer Gänsehaut, wenn man das sieht. Und Elend und alles. Das ist schlimm, sehr schlimm. Der 56-Jährige ist bei einer Baufirma angestellt, kommt jeden Tag mit dem Firmen-Lkw aus Hennef. Von seinem Chef wird er dafür bezahlt. Die Firma verdient daran aber nichts. Wenn wir gleich von dem Kreisweg hier reinfahren, die war voll, die Straße, wie ich das erste Mal kam. Und jetzt kommen wir schön da links rein und dann die Hauptstraße auch, ist schon alles frei. Das ist befriedigend, ja. Haben wir was geschafft. Robert Borsch fährt nicht weit. Am Stadtrand von Bad Neuenahr befindet sich eine von 2 riesigen Abladestellen. Mehrere Lkw und Traktoren pro Minute laden hier den Schutt aus der Stadt ab. Verschiedene Abfallarten vermischen sich. Elektroschrott wird hier genauso angeliefert wie alte Fahrzeuge und Gastanks. Tonnen von Müll nach dem Hochwasser.
400 Meter weiter. Dasselbe Bild. Auch hier ist aus der Not heraus eine Abladestelle entstanden. In diesem Fall von der Stadt genehmigt. Radlader schieben begrünten Mutterboden beiseite. Die LKW könnten sonst nicht auf das Gelände fahren. Mit dem Sperrmüll vermischt. Gefahrgut. Gasflasche liegen da drin. Alles, was weggeworfen wird. Giftstoffe, ist alles drin. Norbert Schmitz ist von Anfang an dabei. Der Polier einer Baufirma hilft seit einer Woche ehrenamtlich. Wir haben 9 Stunden Müll geräumt mit dem Bagger und 2 LKW. Abends, wie wir raus sind, hat vorne wieder dasselbe an der Straße gestanden, wie wir das weggefahren. Ich glaube, es sind Tonnen ohne Ende. Und da ist kein Ende in Sicht. Wenn wir 20% im Moment aus der Stadt raus haben, glaube ich, ist es schon viel. Bagger und Radlader türmen den abgeladenen Müll so hoch wie möglich auf. Sonst wäre die Behelfsdeponie zu schnell voll. Es fehlt an Raupen, Schreddern und Müllverdichtern. Die wenigen vorhandenen sind auf anderen Deponien im Einsatz. Und der Strom an LKW reißt nicht ab. Ich frage mich, wer diese Umwelt hier überhaupt mal komplett wieder reinigen soll. Das geht gar nicht. Die ganze A ist voll Müll. Und die Städte ertrinken im Müll. Das ist das Problem, das Riesenproblem im Moment. Wie in Bad Neuenahr-Ahrweiler türmen sich überall im Ahrtal Trümmer, angeschwemmtes Holz und Schlamm. Gigantische Müllberge sind das Resultat einer schnellen Räumung von Häusern und Straßen. Größtenteils wird der Müll behelfsmäßig gelagert. Unbeaufsichtigte Abfallplätze, nicht genehmigt oder überprüft. Und das könnte zum Problem werden. 20 Kilometer südöstlich. Hier soll der Müll eigentlich hin. Nach Niederzissen, in das Abfallwirtschaftszentrum. Von den provisorischen Müllablagestellen hält Sascha Hurtenbach gar nichts. Denn der Hochwasserabfall ist gefährlich. Wenn so ein Haufen zu lange liegt, dann fangen an, innen drin Kompostierungsprozesse abzulaufen. Man nennt das Miete. Die Miete erwärmt sich. Es kommt zur Konvektion. Von außen wird Sauerstoff angesaugt durch die Wärmetätigkeit. Es entstehen sogenannte Kaminzugeffekte. Dadurch kommt es zu immer größerer Wärme und es kann zu Selbstentzündung kommen. Und deswegen müssen wir uns auch so beeilen, alles wegzufahren. In Niederzissen ist man darauf vorbereitet. Dennoch bleibt die größte Gefahr. Feuer. Eindeutig. Entzündung dieses Haufens. Zum Beispiel ein Lithium-Ionen-Akku ist da drin. Er wird aufgesetzt, der Bagger sortiert irgendwas, der Akku kriegt Druck, entzündet sich. Es ist ein sehr heißer Brand, der sehr schnell auf das Material, Sie sehen, es ist sehr viel Holzbestandteil drin, übergreifen kann. Wir haben da oben einen Wärmedetektor angebracht. Das ist im Grunde genommen eine Wärmebildkamera, die hin und her oszilliert. Und wir haben mit der Feuerwehr entsprechend geübt und uns abgestimmt. Wir haben Brandabschnitte gebildet, sodass wir, wenn es zu einem Feuer kommt, das zumindest regional begrenzen können. Also präventiver Brandschutzbetrieb. In seinen 25 Jahren Abfallwirtschaft hat Sascha Hurtenbach noch nie eine Müllflut wie diese erlebt. Alle 90 Sekunden kommt ein vollbeladener LKW an. 46.000 Tonnen Sperrmüll kamen in 12 Tagen. Zum Vergleich, für gewöhnlich landen hier nur 3.500 Tonnen pro Jahr. Der Hochwasserabfall wird in einem großen Schredder zerkleinert. Er ist stark verunreinigt. Thema Seuchengefahr. Ich bin da kein Fachmann für, ich bin kein Seuchenhygieniker. Ich kann das wahrscheinlich nicht beurteilen. Wahrscheinlich kann das niemand in Deutschland. Denn einen solchen Abfall in einer solchen Zusammensetzung, den hat es wahrscheinlich in den letzten 50 Jahren hier vielleicht gar nicht gegeben. Um die Seuchengefahr einzudämmen, gibt es nur ein wirksames Mittel. Der schnelle Abtransport des Mülls. Doch dabei hat Sascha Hurtenbach immer wieder Probleme. Standorte, die wir schon beräumt haben, wo es vielleicht Grundwasserschutz geht, wo es um Quellgebiete für Mineralbrunnen geht, haben wir geräumt. Und am nächsten Tag liegen da wieder Tonnen von Abfällen. Dann kriegt man wirklich... Dann wird man echt ärgerlich. Und dann wird man auch schon mal laut und fängt an zu fluchen. Und ich glaube, die nervliche Belastung ist riesig. Und die Zündschnur von allen Leuten, die ist gar keine mehr vorhanden, die abbrennen kann. Sodass man manchmal, wenn immer wieder in den gleichen Nerv gebohrt wird, man dann einfach dann auch mal die Nerven verliert. Und das ist mir auch schon ganz oft so gegangen. Wenige Tage später ist eine der großen Abladestellen in Bad Neuenahr fast voll. Noch immer liefern LKW und Traktoren Müll und Schlamm an.
Zur gleichen Zeit wird mitten in der Stadt Müll aufgetürmt. Nahe der einzigen intakten Brücke bietet sich ein groteskes Bild. Der Abfall sollte eigentlich zur Deponie nach Niederzissen. So mancher Lkw-Fahrer wählt aber wohl lieber den kürzeren Weg hierher, wo andere den Müll wieder aufladen müssen und ihn dorthin bringen, wo er hingehört, nach Niederzissen. Das abgepumpte Schmutzwasser aus Kellern kommt zurück in die Natur, ohne dass es auf Schadstoffe untersucht worden ist. Mediziner, Polizei und Organisatoren warnen vor dem Kontakt mit Staub und Schlamm. Verletzungen, egal wie klein die sind, Desinfektionsmittel drauf, gucken, vielleicht DRK irgendwo, sofort behandeln lassen. Auch heute kommen wieder mehrere Busse mit freiwilligen Helfern in Bad Neuenahr-Ahrweiler an. Viele kommen von der grünen Wiese, aus einer Großstadt oder wie auch immer und kennen die Situation überhaupt nicht, was hier ist. Die Schadstoffe, die wir hier haben, sind nicht nur im Boden, sondern auch in der Luft. Jetzt stehe ich natürlich auch ohne Maske hier, weiß ich, aber normal habe ich eine Maske auch auf, weil es einfach zu gefährlich ist. Wir haben jede Menge Magen-Darm-Probleme schon gehabt und das wollen wir gerne vermeiden. Wir möchten die Helfer ja auch gerne wieder hier zurückhaben, bei uns im Ahrtal. Ebenfalls helfen wollen Paul Werner und sein Kumpel. Die Studenten kommen extra aus Frankfurt am Main. Schon schockierend. Also gerade diese Autos hier am Straßenrand, das ist schon beeindruckend im negativen Sinne. Hattet ihr es euch jetzt so schlimm vorgestellt, als ihr hergekommen seid? Ja, man hat es ja im Fernsehen gesehen. Ich würde schon, also so ähnlich schon, ja. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man es dann wirklich sieht. Die Helfer ziehen von Haustür zu Haustür. Braucht ein Anwohner Hilfe, wird die Gruppe aufgeteilt. Sind die Häuser bereits ausgeräumt, geht's in den Garten, wie hier bei Ferdi Heuwagen. Wir hatten immer mal wieder Hilfe, ne? Das waren Freunde, Bekannte, manchmal so wie jetzt, die kommen einfach rein. Und das finde ich fantastisch. Ne? Das ist nicht nur Hilfe, das tut gut. Auch beim Nachbarn Murat Aslan stand das Wasser 1,40 Meter hoch im Wohnzimmer. Als es zurückging, blieb kniehoher Schlamm. Dieser Schlamm ist ja nicht ein normaler Schlamm vom Garten, sondern dieser Schlamm ist ja mit Fäkalien verbunden. Die Menschen, die bei mir geholfen haben, da waren so eine Truppe, die kam aus Leerte, ne, oben bei Ostfriesland, Leer. Und der hat seine Stiefel ausgezogen und hatte praktisch so wie Pusteln an seinen Beinen. Das heißt, das war so aggressiv, dieser Matsch. Wie die Schlämme entsorgt werden, bisher nicht geklärt. Zur Eindämmung der Umweltbelastung werden sie überwiegend auf zentralen Plätzen gesammelt. Oft sind sie mit Sperrmüll vermischt. Zerstörte Autos enthalten noch Reste von Treibstoff und Öl. Sie landen auf Sammelstellen. Abnehmer könnten Altautoverwerter sein. Elektrogeräte stellen Anwohner und Helfer oft separat beiseite. Manche Baggerfahrer sortieren sie aus dem Sperrmüll aus. Farben und Lacke sind in der Stadt auf einzelnen Haufen zu finden. Die Trennung von Sondermüll funktioniert auch in Krisenzeiten. Ein Erfolg für Sascha Hurtenbach und seine Kollegen und ihre jahrelange Aufklärungsarbeit. Wenn jetzt zum Beispiel aus dem Krisengebiet eine Anforderung kommt mit Problemabfällen, dann müssen wir die hier unterbringen. Man hat hier ganz viele unterschiedliche Fache, ASP-Behälter, Ringfässer. Die müssen alle auseinandergehalten werden, die Abfälle. Weil wenn die zum Beispiel vermischt werden, halt eben Explosionsgefahr droht. Eine enorme Herausforderung im Katastrophengebiet. Hier sind Aerosole drin, also Dinge, die ausgasen, wenn wir die Abfälle bekommen. Wir müssen das irgendwie identifizieren. Also eine Schule zum Beispiel, die jetzt überflutet worden ist, ist eine absolute Katastrophe. Ein überfluteter Chemieraum, weil niemand weiß, was da in diesen Flaschen drin ist. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gefährlich. Niederzissen ist ein sogenannter Umschlagplatz für Müll jeder Art. Sascha Hurtenbach und seine Kollegen sammeln, sortieren und geben den Müll zur Entsorgung weiter. Dazu gehören auch Elektrogeräte. Mit rund 40.000 rechnet der Abfallexperte nach dem Hochwasser. Spezialfirmen sollen sie recyceln. Da sind wertvolle Rohstoffe drin, auch wenn das jetzt hier nicht mehr danach aussieht. Also gut, gebrauchen kann man so eine Waschmaschine eben nicht mehr. Aber der Metallanteil ist halt eben sehr, sehr hoch. Es können bestimmte Edelmetalle, die da drin sind, wiederverwendet werden. Diese Anlagen, wo wir hinsteuern, die sind darauf spezialisiert und die machen das auch.
Die Angestellten in Niederzissen arbeiten im Moment teils 14 Stunden täglich. Und das Tagesgeschäft gibt es ja auch noch. Wir haben hier 100.000 Bürger, die haben gar keine Katastrophe gehabt. Also da muss auch die Abfallwirtschaft ganz normal weiterlaufen. Das verliert man immer so ein bisschen aus dem Auge, dass wir natürlich halt neben diesen besonderen Aufgaben eigentlich unserer täglichen Arbeit ganz normal nachgehen müssen. Der geschredderte Mischabfall aus dem Hochwassergebiet wird in LKW verladen. Recycling ist nicht möglich. Man sieht ja auch ganz gut den hohen Verschmutzungsgrad hier der Abfälle, die aus dem Krisengebiet wirklich aus einer schlimmen Anfallstelle stammen. Die können wahrscheinlich nicht in einer Recyclinganlage mehr aufbereitet werden, weil viel zu viel Anteile von Schlamm und Gestein da drin ist. Die müssen an eine andere Stelle verbracht werden, die damit umgehen können. 35 verschiedene Stellen in 7 Bundesländern steuern die LKW aus Niederzissen an. Darunter diverse Verbrennungsanlagen und das Endlager in Ochtendung im Landkreis Mayen-Koblenz. Die ehemalige Hausmülldeponie hat eine Sondergenehmigung bekommen, extra für die Hochwasserabfälle. Möglich macht das ein Paragraf der bundesdeutschen Deponieverordnung, speziell für Naturkatastrophen. Was will man mit so einem Material jetzt ehrlicherweise im Materialrecycling machen? Also, das ist schon alles theoretisch auch irgendwie machbar. Und das muss ja auch schnell gehen. Das ist ja auch das. Es muss irgendwo hin, es muss weg. Und Verbrennungsanlagen gibt es auch nicht wie Sand am Meer. 90.000 Kubikmeter Hochwasserabfall nimmt die Deponie im Moment auf. Mehr als 8 Meter hoch wird der sogenannte unbehandelte Sperrmüll in die Deponie eingebaut. Das heißt, in einen festgelegten Bereich geschoben und mit schwerem Gerät verdichtet. Ist die Deponie voll, wird sie abgedeckt und vor Wind und Wetter geschützt. Das alles ist nicht billig. Die Bundesregierung hat Rheinland-Pfalz finanzielle Hilfe zugesagt. Im Ahrtal wollen Bürger und Helfer erstmal nur eines: den Müll aus den Häusern und Straßen schaffen. Teils ohne Absprache mit Sascha Hurtenbach. Der muss die ordnungsgemäße Entsorgung organisieren. Wir kommen jetzt hier auf einen Wanderparkplatz. Also der ist jetzt hier voll. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Hier sollte eigentlich gar nichts mehr hingefahren werden, hat sich aber irgendwie keiner daran gehalten. Also der ist jetzt wirklich halb voll. Die ganze Fläche darüber war, ich würde mal meinen, vorgestern noch befahrbar, wie ich hier war. Also da ist jetzt in 2 Tagen hier so viel Abfall hin transportiert worden, dass zum Beispiel eine ganz wichtige, die sagt mir ja keiner. Also wer informiert mich darüber? Hier diese Situation, die ist jetzt neu für mich. In der Nähe des Ortes Kreuzberg befindet sich eine weitere riesige Ablagestelle. Vor 2 Wochen war hier noch ein Campingplatz. Sascha Hurtenbach versucht, Ordnung ins Müllchaos zu bringen. Versucht, das Zeug möglichst getrennt voneinander zu halten. Schwemmgut und Bäume in eine Ecke. Schlamm und sowas auf einen Haufen. Sperrmüll auf einen Haufen. Und wenn ihr das irgendwie könnt und habt Elektrogeräte da drin, schmeißt sie zur Seite mit dem Bagger, wenn das irgendwie geht. 14 Tage Dauereinsatz nach dem Hochwasser. Und noch immer Müllberge ohne Ende. Die Eindrücke aus dem Ahrtal hinterlassen Spuren, auch beim Profi. Ich muss gestehen, ganz am Anfang, da war ich emotional nicht stabil. Also da ist man entsetzt, die Tränen kommen, wenn man Leid, Zerstörung, Abfallanfall, das alles sieht. Man zweifelt auch, ob man das überhaupt je selber persönlich bewältigen kann. Dann gibt es so Momente, dann hat man Hoffnung. Und dann gibt es so Momente, dann ist man gerührt, weil so viele fremde Menschen da sind und helfen. Auch mit großem Gerät von weit her gekommen sind. Und dann im nächsten Moment, dann geht es dann auch wieder. Dann ist man wieder gefasst, dann hat man dann Mut, weil man eben so groß unterstützt wird.